Arzt Dr. Hartmann. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt alles! Oh Gott, was geht da jetzt schon wieder? Gott, verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Alan, was machst du da? Verdammt. Alan? Alice. Oh Gott, Alan. Die Lichter sind ausgegangen. Alice! 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 In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Oh mein Gott. Alan, da oben sehe ich Krähen, Raben. Alice, ich komme! Ach Gott, die Alice, greifen mich an. Was zum... Greifen mich tatsächlich hier die Vögel an. Ach Gott, was... Bleiben Sie weg von mir! Alice! Alice! Oh nein! Immer weiter, Alice! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Ja, die Ereignisse überschlagen sich jetzt hier. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und wieso ist Alan hier? Der ist doch gerade erst ins Wasser gesprungen. Ja. Keine Ahnung, oder hatte der jetzt nur einen Autounfall? Und wo ist Alice? Also sehr verwirrend. Oh mein Gott. Dann gehen wir mal schnell da unten. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Ja. Ach Gott. Mist. Oh Gott. Ja, das war's wohl mit unserem schönen Auto. Aber egal, wir müssen jetzt weiter. Wir müssen jetzt unbedingt zur Tankstelle gehen und da irgendwie Hilfe für Alice holen. Ach Gott. Oh mein Gott, was ist das schon wieder für ein Licht hier? Das ist bestimmt nichts Gutes. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Okay, wir haben jetzt halt Manuskriptseiten gefunden. Mit F5 kann ich das jetzt hier öffnen. Okay, da gibt es anscheinend einige. Das Titelblatt des Manuskriptes. Von Alan Wake. Okay. Jetzt kommt die zweite Seite. Wake wird vom schattenhaften Mörder angegriffen. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen.
Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Gut, dass ich das jetzt nicht vorlesen muss. Ja, das macht nämlich der Ellen ganz gut alleine. Ja, jetzt gehen wir mal weiter hier. Ich habe jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass auch... Nein, das will ich nicht. Dass die anderen Sounds auch zu leise sind. Effekte machen wir ein bisschen lauter. Als Filmsequenz ist, glaube ich, okay. Sprachausgabe machen wir noch ein bisschen lauter. Die Musik vielleicht noch. Ja, bitte steinigt mich nicht, wenn das jetzt ein Fehler hier war. Aber ich hoffe, ja, dass das jetzt hier der richtige Schritt ist. Ist da jemand? Ach bitte, Gott. Ich hatte einen Unfall. Oh mein Gott. Ich will ehrlich gesagt gar nicht da weiterlaufen. Wenn ich mir schon wieder vorstelle, dass dieser irre Axtmörder da wieder hinter uns her ist. Warum brenne ich eigentlich nicht? Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Na, hoffentlich. So, gibt's hier was Interessantes? Will der jetzt auch eigentlich gar nicht allzu weit hier ins Gebüsch laufen. Wer weiß, da kriege ich vielleicht noch die Krätze oder sonst was. Komm runter da. Ich habe irgendwas gehört. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fort! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Karl? Oh Gott, aber noch ganz fix. Das war jetzt dann doch etwas zu laut, zumindest hier. Die Filmsequenzen sind doch arg laut im Spiel. Ich lasse es jetzt einfach so, fummle jetzt nicht großartig hier rum. Ist jetzt der Karl gewesen, der jetzt hier sterben musste? Gibt's hier nicht irgendwo irgendeine Waffe oder irgendetwas? Erleuchtete Thermosflasche. Eine Manuskriptseite, das hören wir uns gleich an. Weg bekämpft einen besessenen Mittellicht. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Ja, und wo finde ich jetzt hier die Taschenlampe? Mein Gott, Ellen, komm. Oha, der kann aber springen. Schnell ins Licht. Verliert! Mist! Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ja, ganz kurz. The Shining, hammergeiler Film. Ja, Batterien nehmen wir mit, obwohl wir noch gar keine... Doch, wir haben schon eine Taschenlampe. Ach, schön. So. Während ihres Aufenthalts
empfehle ich Ihnen... Das ist der neueste Trend. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht weitergehen. Verdammte Wirkung der Wesen. Schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie besichtigen die Sehenswürdigkeiten und tun gleichzeitig etwas für ihre Cholesterinwerte. Was passiert jetzt hier? Achso, ich soll... Oh Gott, ich Depp. Ich soll Hilfe rufen. Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Ach Gott, was ist jetzt passiert? Nein, nicht... Oh mein Gott. Bitte. Was passiert da jetzt? Schnell raus hier. Oh mein Gott. Also wenn wir jetzt da drin wären. Na gut, dann wären wir jetzt dort unten. Gott, und die Welt, die verändert sich hier. Beziehungsweise es zieht hier so ein Sturm auf. Ja. Dankeschön. Es gab noch mehr davon. Oh, da habe ich aber noch sowas von Glück gehabt. Na komm ins Licht. Na komm. Gut, 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 gut. Reicht's jetzt? Achso, das war schon genug. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Da hinten leuchtet irgendetwas. Na, da treten wir einfach mal dagegen. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Gibt es hier noch irgendetwas Interessantes vielleicht für mich? Zack, komm, Ellen. Da geht der Pfeil hin. Okay. Noch ein Pfeil. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Leuchtpistole, sehr nett. Nein, will ich jetzt aber nicht ausgerüstet haben. Ich frage mich dann noch, was ich dann noch alles für Waffen kriege. Gut, jetzt habe ich... Ach so, okay, ich habe jetzt... Strom abgeschaltet. Wir können jetzt... Jetzt habe ich mich schon wieder erschreckt. Ich habe dauernd auch Panik, dass von hinten irgendjemand kommt. Zack, ne, Batterien mitgenommen. Und weiter geht's. Also ich warte nur drauf, dass irgendjemand von hinten kommt und mir halt die Axt in den Rücken jagen möchte. Ja, der irre Chucky. Das erinnert mich irgendwie an Chucky und die Mörderbraut oder Puppe. Chucky, die Puppe. Ach, keine Ahnung. So, und jetzt ab weiter. Jetzt renne ich aber, ich will hier weg. Gut. Allzu weit kann es ja nicht mehr sein zur Tankstelle. Ach Gott. Ah, und auch schon wieder so eine Vision hier. Oh Gott, ich höre schon wieder was. Was zum Teufel war das? Ach, Mami. Ich will doch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich wollte hier Ferien machen. Leute, bitte lasst mich in Ruhe. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen.
Das Wasserschall, Ellen. Ach Gott, sieht ziemlich glatt aus. Da hinten habe ich irgendwas glänzend gesehen. Ja, eine Thermoskanne wieder oder eine Thermosflasche. Wie kommt die da nur hin? Leute, Leute. So. Wo geht's jetzt hier weiter? Ach, da sicherlich nicht. Mach mal den Weg. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht rennen. Ich warte nur drauf, dass wieder